Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück in Mahoyet auf der Spur von Timmy. Und wir werden uns, glaube ich, hier nicht lange aufhalten, sondern diesen Ort passieren. Auch diese Leute hier nicht weiter ansprechen, die eben das Holz mal holen. Sie fegt ein bisschen den Hof. Nein, wir reiten weiter. Muss vielleicht gar nicht im schnellsten Galopp sein. Na gut. Unser Pferd braucht auch mal ein bisschen Auslauf und Tempo. Und da links, da ist schon diese Kolbenfarm. Und wer die Alpha gespielt hat oder kennt, weiß, da war die zerstört. Insofern scheint das hier chronologisch davor zu sein. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwelche Zeitreise-Verwirrung anstiften. Nein. Wir kennen natürlich die zerstörte Variante noch nicht als unser Charakter. Wir sind auf der Suche nach Timmy. Und jetzt wollen wir mal schauen, steigen wir sich jetzt aber ab, ob wir den dort finden werden. So. Timmy, wo steckst du? Okay, wir haben das Ding entdeckt. Bist du Timmy da hinten? Wo hat er sich versteckt? Ist das Timmy? Okay, hier gibt es irgendeine Auseinandersetzung. Vielleicht ist das Timmy. Ja, scheint so zu sein. Wir können ihn zumindest ansprechen auf das Neuhof. I'd like to talk to you about what happened at Neuhof. Neuhof? I don't know no Neuhof. I never been in Neuhof. Not me, no. That's not true, is it? You were there with Limpy Lubosch and Riki. You were seen there. What do you want from me? Okay, er streitet ab, dass er Neuhof überhaupt gesehen hat, aber wir konfrontieren ihn natürlich mit unseren Erkenntnissen. Und ich denke, wir werden wieder unsere Überredungskünste ins Spiel bringen. Ich suche denjenigen, der dir diesen, der euch den Auftrag gegeben hat. I'm looking for the one who gave you the job. Why should I tell you, hey? Why, hey? Because the fellow in question is looking for you. He already found your companions, and that turned out very badly for them. Yeah, but why should I trust you though, hey? You don't have to trust me. All you have to do is tell me where I can find him before he finds you. By the way, did you know they nailed Limpy Lubosch to the gate in Auschwitz? Shit. What will I do? Shit. If I tell you where you can find him, eh, will you help me? If you tell me where I can find him. Yeah, but I don't know where he is though. Come now, you must know something. Did he talk about some place or mention any people by name? Well, once I was at their camp, eh? Only I don't know where it was, though. I was drunk. You have no idea at all? Can you remember which way you went? It was in the woods. In some kind of woods, eh? There was some, like, wrecked houses there and all in the woods. A church. There was a church there. Kind of a broken one, though. Great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. It was straight north from Taunberg. When you goes uphill from the castle, there's a path there around some barns, eh? It leads to the lumberjacks' camp. If you goes further on past the lumberjacks, you comes across this abandoned house, like. You go to the left there, and carry on till you come to this clearing, hey, with a big beech tree. You goes left there again, like. There's this narrow path, and you goes straight along there. Sometimes it splits up. You just keeps to the left until you comes to the crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After a while, you'll see a bridge, and it's right there. Well, it's not the most precise description, but it's better than nothing. But you won't tell nobody about Neuhof, hey? Okay. Also wir haben ihm deutlich gemacht, dass er uns das lieber sagen soll, denn wir wären in der Lage, diesem Anführer dort, der ihn auch verfolgt, zuvorzukommen. Und dass es durchaus in seinem Interesse wäre, wenn er uns helfen wird. Naja, er hat sich ein bisschen blöde angestellt, aber am Ende zugegeben, dass er relativ genau weiß, wo das ist. Und ich finde, das war jetzt doch eine relativ präzise Beschreibung, wenn sie denn stimmt. Und zwar nördlich des Schlosses in Thallenberg oder der Burg in Thallenberg, wo wir schon mal hochgelaufen sind, um die Aussicht zu bewundern. Dort, irgendwo in der Gegend, wo so ein zerfallenes Dorf ist, sogar irgendwie eine zerfallene Kirche, da immer weiter in den Wald hinein, da befindet sich offenbar das Lager von diesem Rand.
Okay, und jetzt hat er uns noch gebeten, dass wir niemandem erzählen, dass er da beteiligt war. Und ich denke mal, wir werden unseren Kurs weiterfahren, dass wir nur an den Redelsführern interessiert sind und deshalb nichts sagen. Don't worry, but in the future find some other way to make money, like honest work. Thanks, I'll try. On account of my sister at least. That girl at the windmill? Aye, Mirka. Did you talk to her? What did she say? She told me you're as thick as a fence post, and always getting dragged into some mischief. Yeah? Yeah, she's probably right. Okay, gut, wir haben dann mal wieder den Moralapostel raushängen lassen und ihm noch ein paar weise Worte mit auf den Weg gegeben, dass er sich lieber um ehrliche Arbeit kümmern soll. Und er hat das offenbar gesehen, auch weil er seine Schwester so gern mag. Naja, gut. Also ich glaube wir, oh, unser treues Pferdchen steht da noch und wartet. Wir werden jetzt hier zu unserem, ja, ist es unser Lord oder so? Unser Auftraggeber, derjenige, der uns hier beauftragt hat, zu dem werden wir jetzt gehen. Und wenn ich mich recht entsinne, müsste sich der hier im Militärcamp befinden. Dem scheint auch so zu sein. Ich glaube, hier sind verschiedene Quests noch. Die sind aber, das sind noch die Quests, die auch in der Alpha zu erledigen waren. Die werden wir jetzt nicht angehen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese große Geschichte. Und ich bin gespannt, was der gute Mann, ja, wie der jetzt die Sache lösen will. Ob er uns da alleine hinschickt, kann ich mir kaum vorstellen. Ne? Das wäre ein bisschen... Da würden wir uns, glaube ich, etwas überfordert fühlen. Gegen eine ganze Gruppe von Banditen zu kämpfen. Ich hoffe, er gibt uns ein paar seiner Soldaten mit. Das wäre sehr hilfreich. Ich wollte sowieso schon immer so eine Gruppe von Kämpfern anführen. So, jetzt müssen wir ihn da natürlich auch nochmal finden in dem Camp. Und ich habe auch das Gefühl... Ich habe das Gefühl, es wird schon wieder dunkel. Nicht, dass wir schon wieder so einen Nachtkampf haben. Das ist eigentlich gar nicht so in meinem Sinne. Wir gucken mal kurz. Oh ja, es ist schon wieder 17 Uhr. Aber trotzdem, wir sollen mit dem Chef reden. Und ich glaube, ist er das hier, der so komisch... Ich meine, so kann nur ein Anführer irgendwo rumstehen, so völlig desinteressiert. Den trainierenden Soldaten abgewandt. What the hell? Ja, ich bin's doch nur. Ist er das? Ja, sehr schön. Wie ich weiß, wo die ihr Camp haben. Sir, I found out where the footpads have set up camp. Well, well, lad. You never cease to amaze me. Tell me, what did you find out? Just where they are hiding, really. We need to know more. Can you go back to the camp and gather more information that will help us in our attack? The more we know, the better. Oh, and it would be really helpful if you could sabotage them a little. Oh, jetzt wird's ja interessant. Jetzt gibt's so eine Art Sabotage, also so eine Infiltrationsaufgabe. Hochinteressant. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann dafür bin, aber ich werde es versuchen, oder? Of course, sir. I mean, I'll try. That's the spirit. You will be our eyes and ears, boy. Our success depends on the information you bring. Go, and come back as soon as you can. Meanwhile, I shall gather my men. Okay, ich finde raus, was ich kann und werde rechtzeitig zurück sein. Oder wollen wir noch fragen, wie wir da reinkommen? Sir, do you have any idea of how I could get in? And out again too, of course. Sorry, can't think of anything. But you're a smart lad. You'll find a way. Oha, das ist ja eine dolle Mission. Ich frage mich, ob wir da jetzt tagsüber lieber rein sollten oder des Nachts. Aber wir haben ja schon mal erlebt, dass wir da überhaupt nichts zu sehen kriegen. Okay, ich würde mal sagen, ich glaube... Wir sollten vorher schlafen. Das wird mir irgendwie sonst zu düster. Ich weiß nicht. Also wenn wir da nichts sehen, dann können wir auch nicht richtig infiltrieren. Ich denke, wir reiten jetzt erstmal zur Mühle zurück und werden dort in diesem Versteck, das wir das letzte Mal gefunden haben, werden dort die Nacht verbringen. Dann werden wir nach Thallenberg reiten.
und ein bisschen Essen kaufen noch beim Wirt. Bandagen sollten wir genug haben. Ich glaube, hier geht's lang, genau. Ja, und dann machen wir uns auf diese, tja, irgendwie ziemlich gefährliche Mission, wie mir scheint. Und ich bin mal gespannt, was wir da herausbekommen können. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, mit allen möglichen, aber damit habe ich nicht gerechnet. Sehr schön. So, wir können nicht mehr galoppieren. Unsere Ausdauer ist hinüber, beziehungsweise die Ausdauer unseres Pferdes. Aber jetzt... Ja, mit dem Schlafen bin ich mir noch nicht so sicher. Ich meinte, vermutlich im Spiel, im vollen Spiel wird man ja in die Burg dürfen und vielleicht auch dort schlafen dürfen, wenn wir dort quasi, wenn wir dazugehören, wäre es ja nur logisch, dass man dort auch irgendwo eine Schlafstätte hat. Aber so muss man sich irgendwas anderes suchen und... Ach so, hier sind ja auch noch die Typen gewesen, ob die hier noch da sind. Na, wir gucken mal. Die dann noch rumstehen oder ob die sich aufgemacht haben zu... Ne, die stehen da immer noch. Das ist ja ein Ding. Naja, warum nicht? Jetzt haben wir erstmal das Wichtigste geschafft, nämlich Timmy haben wir gefunden. Die wärmen sich da am Feuer und wir werden uns hier verziehen in die Mühle und dort oben ein bisschen schlummern. Hier war das, genau. Wie spät haben wir es jetzt? Na, so es ist erst 16.30 Uhr, oder? Oder 17 Uhr. Ist auch ein bisschen albern, ne? Ja, nee, komm. Wir machen das anders. Wir machen, soweit wir kommen und dann... Wir müssen uns ja auch nicht in ein gemachtes Bett legen oder in so ein Lager. Wir können ja auch... Wir sind ja hart im Leben. Wir können auch unter den Bäumen schlafen. Alles kein Problem für uns. Also, zurück. Auf nach Thalmberg. Wo ging der Weg nochmal lang? Wo war der Weg? Ich muss kurz gucken auf die Karte. Führte, glaube ich, hinter uns jetzt runter. Nee, irgendwie nicht. Wo ist der Abzweig? Ach Quatsch, jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen vertan. Doch hier lang und dann rechts runter. Ja, natürlich, hier ist der Weg. Alles klar, da sehen wir schon die Burg. Am Abend lässt nun auch der Regen nach, endlich. Voll im Galopp. Ein Parforce-Ritt hinunter mit hohem Tempo. Ich hoffe, wir tun uns hier nicht weh noch. Oder unserem Pferd. In Richtung Thalmberg und in Richtung Abendmahlzeit. Darauf freue ich mich ja schon. Ich hoffe, er dreht uns nicht dieses verfaulte Essen an, was wir ihm selbst verkauft haben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da hinten soll das irgendwo sein. Gut, wir werden sehen. Aber im Dunkeln, ich will da nicht im Dunkeln, Leute. Es ist mir nicht geheuer. Vielleicht bequatsche ich das nochmal mit. Ne, mit der Wirtin soll ich das vielleicht nicht bereden. Ich berede das mit meinem Pferd. Unser treuester Gefährte. Man soll ja auch noch einen Hund bekommen, übrigens. Stichwort treuer Gefährte. Der könnte einem bei sowas vielleicht auch helfen. Bloß zum Infiltrieren ist ein Hund wahrscheinlich nicht das Beste. So, der war hier nochmal die Wirtin, die uns was zu essen verkaufen konnte. Ich glaube, du warst das. Okay. Ja, du konntest ja nicht reden, ich erinnere mich.
So, dann kaufen wir doch mal was. Sie hat, ja, schaut euch das mal an. Sehr lecker. Wir kaufen mal gleich 5 Stück davon. Das Geld haben wir. Wir haben 146 Groschen. So, und ein bisschen, ein paar Äpfel nehmen wir auch noch mit. Okay. Wobei, die ja auch schlecht werden. Müssen wir aufpassen. Gut, liebe Freunde, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt tatsächlich, ich werde mir irgendwo hier eine Raststelle suchen. Eine Stelle, wo ich schlafen kann. Vielleicht irgendwo heimlich hier im Stall oder so bei den Schweinen. Keine Ahnung. Und dann werden wir für heute Schluss machen und das nächste Mal diese abenteuerliche Geschichte angehen, dass wir das Banditenlager infiltrieren. Mann. Das klingt echt spannend. Ich bin schon... Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das funktionieren wird, wie wir uns da schlagen werden. Ich weiß nicht, ob wir sehr unauffällig agieren können. Mal sehen. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.